Herzlich willkommen zur 9. Etappe unseres Sternenstaub-Adventskalenders. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Die Vision des Sterns hat ihre Herzen in Brand gesetzt. Im Herzen trugen sie das Versprechen, dass mit dem neugeborenen König eine heilere Welt anbricht. So haben die Sternendeuter Vertrautes zurückgelassen und haben sich auf ihre persönliche Sehnsuchtstour begeben. Aber vor dem Ziel liegt der Weg, ein weiter Weg. Und dieser Weg wird unterwegs umso länger, je mehr die Heimat im Rückblick verblasst, aber das Ziel noch gar nicht sichtbar ist. Mit jedem Schritt durch den Wüstensand werden die Zweifel plausibler. Die Vorfreude weicht den Worten der Angst. Was, wenn es nichts wird? Die Vorfreude weicht scheinbar rationalen Argumenten wie, oder wenn es doch nicht so ist? Mit den Sterndeutern haben wir uns auf den Weg bis heute begeistern lassen von der Vision einer besseren Zukunft durch den Gott, der Mensch geworden ist. So schwer das Aufbrechen auch manchmal fällt. Wenn die Leidenschaft lebt, dann geht was. Egal, ob wir die Kirche neu erfinden, egal, ob wir mit unserem Dorfcafé fürs obere Dilltal neue Akzente setzen wollen oder ob wir unserem Glauben diakonisch engagieren, den Schwachen helfen oder uns in Christus für Klimagerechtigkeit engagieren wollen. Egal, was uns Gott aufs Herz gelegt hat, wehe, wenn die Wüste kommt, wenn die Sicherheiten wegbrechen und die Erfolge noch auf sich warten lassen, wenn die Beinmuskeln schmerzen, die Gedanken abstumpfen, das Herz in die Hosentasche sinken will, dann macht das Durchhalten in der Zwischenzeit, dann macht das Stapfen durch die Einöde auch mal keinen Spaß. Doch statt zu tun, als ob es die Durststrecken gar nicht gäbe, uns mit Durchhalteparolen am Leben zu halten oder das Ganze einfach nur unter den Tisch zu kehren, können wir auch etwas anderes wagen, nämlich unsere Bedürftigkeit zulassen, unsere Angewiesenheit auf Christus offenlegen, uns vom Heiligen Geist beschenken lassen, mit Worten des Lebens. Mit den Worten, die er zu uns spricht im Evangelium, im Neuen Testament, in den Worten der Evangelisten. Die Wüstenzeit ist in der Bibel durchaus auch eine Heilszeit, eine Zeit des Heils. Auch wenn es vielleicht ähnlich klingen mag, in der kargen Wegstrecke macht es einen Unterschied, ob wir mit Gott rechnen oder ob wir mit Gott kalkulieren. Wenn wir uns zu Hause einigeln und nichts tun, aber auch in dem Moment des Triumphes und der Zielerfüllung sind wir leicht versucht, Gott als sichere Nummer einzukalkulieren. Viel herausfordernder ist es, ihn unterwegs einzupreisen. Nicht mit einem selbstverständlichen Kalkül, so nach dem Motto, der macht schon, was ich brauche, sondern mutig damit rechnen, dass er auch jetzt handelt, dass er auch jetzt redet. Gegen alle Wahrscheinlichkeit, aber wenn er handelt, dann immer und immer wieder neu lebensverändert. Denn das hat Gott immer wieder getan. Am Anfang, als er die Schöpfung aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Oder als er die Israeliten aus der Sklaverei befreit hat. Oder bei der Auferstehung von Jesus, als er ihm einen neuen Leib geschenkt hat, einen Auferstehungsleib, oder den neuen Himmel und die neue Erde, die er machen wird. Deshalb, gerade deshalb, wenn es in der Adventszeit auch mal so Wüstenmomente geben mag, wenn alte Sicherheiten nicht mehr ziehen oder die Fülle der Weihnacht noch außer Sichtweite ist. Bleib erwartungsvoll, rechne damit, überrascht zu werden, überrascht zu werden von der Freude, die unser Heiland schenkt,
unser Herr Jesus Christus, diese Freude wird uns Kraft geben. Hier und jetzt und unterwegs auf deinem Weg. Sei gesegnet.